Willkommen zurück zu einem weiteren Karrieremodus-Rennen hier aus F1 2018. Heute sind wir beim 11. Rennen der ersten Saison mit dem Toro Rosso gegen die Bottas Ultimativ 110. Heute geht es nach Deutschland auf den Hockenheimring. Und bevor wir hier reinstarten, natürlich auch wieder der obligatorische Hinweis auf die Tatsache, dass falls ihr das letzte Rennen nicht gesehen haben solltet, ihr jetzt die Möglichkeit habt, unten in der Videobeschreibung auf den Link zu klicken, um dort sofort hingeleitet zu werden. Der große Preis von Silverstone war letztes Mal an der Reihe und hat ganze 66 Daumen nach oben erreicht Stand heute und dafür auf jeden Fall nochmal mega fettes Dankeschön. Kommt damit nicht ganz an die 86 Daumen nach oben vom großen Preis von Österreich ran, dennoch sind 66 Daumen nach oben natürlich für mich hier persönlich ein wirklich riesiger Erfolg und es würde mich freuen, wenn euch die heutige Folge gefallen sollte, dass ihr dann auch wieder einen Daumen nach oben da lasst. So könnt ihr mir zeigen, dass ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt und ich in kürzeren Abständen diese Videos hochladen soll. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, der Ton im Training war eben leicht asynchron. Keine Sorge, das wird sich im weiteren Verlauf dieses Videos hoffentlich nicht wiederholen, denn das Trainingsprogramm und das Qualifying bzw. Rennen, das sind zwei getrennte Aufnahmen und das mache ich sicherheitshalber, damit sich so ein Tonproblem nicht über ein ganzes Video hinwegzieht. Falls es dann irgendwann mal das Rennen trifft, kann ich halt letztlich auch nichts daran ändern. Es ist halt, ich glaube, es liegt halt letztlich wirklich an meinem Rechner, der ab und zu, glaube ich, nicht so ganz mit der Aufnahme klarkommt. Wie gesagt, ich habe es schon mehrfach betont, das Teil ist wirklich Asbach uralt, inzwischen schon 6 Jahre alt, die Komponenten. Und ich sollte vielleicht irgendwann mal wirklich ein Upgrade machen, was die technische Seite meines PCs betrifft. Wie dem auch sei, genug über meinen PC gefaselt, jetzt geht es auf die Rennstrecke und zwar auf den großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring. Wir sind in Q1, beziehungsweise nein, nicht mehr Q1, wir sind in Q2 inzwischen schon. Und jetzt geht es um den Sprung in Q3. Die Frage ist, ob wir das hier und heute beim Heimspiel schaffen werden mit dem Toro Rosso. Großer Preis von Deutschland, insgesamt eine wirklich sehr starke Strecke von mir, also ich rechne mir hier deutlich was aus. Nicht noch so wie letztes Mal beim großen Preis von Silverstone. Da habe ich ja meiner Meinung nach ein bisschen ins Klo gegriffen, was das Setup betrifft. Aber ja, den Fehler werde ich definitiv nicht noch einmal machen. Ich denke aber, der große Preis von Deutschland sollte mir wirklich deutlich besser liegen als der große Preis von Silverstone. Wir haben hier gesehen, ein bisschen zu weit rausgekommen. Muss nicht unbedingt sein. Aber die Runde bisher relativ solide. Wir sind im zweiten Sektor weniger als eine Zehntelsekunde langsamer gewesen als Lewis Hamilton auf der 1 momentan. Jetzt aber hier im letzten Sektor kann man einiges noch liegen lassen. Natürlich ist die Power des Toro Rosses nicht so da wie bei den Top-Teams. Und es reicht am Ende für einen 8. Platz. Und damit sind wir etwas mehr als 7 Zehntel hinter P1. Und wir sehen, im Hintergrund fängt es jetzt schon leicht an zu regnen. Und wir springen sofort weiter in Q3. Denn wir haben den Sprung in Q3 mal wieder geschafft hier mit dem Toro Rosso. Erste Runde reicht für den 4. Platz, wie wir unbedingt sehen können. Aber jetzt hier die erste Kurve schon wesentlich besser erwischt als in der Runde zuvor. Das ist ja meiner Meinung nach immer das Schöne im Regen. Man kann in der ersten fliegenden Runde genau eigentlich sehen oder genau abschätzen, wo man seine Zeit letztlich verliert. Und wenn du dann auf die zweite oder dritte fliegende Runde gehst, dann kannst du genau diese eine Stelle halt wesentlich besser machen, wie wir jetzt hier gerade sehen können. Am Ende der langen Geraden nach dem ersten Sektor sind wir fast eine halbe Sekunde im grünen Delta. Und warum? Weil wir die erste Kurve einfach wesentlich besser genommen haben und halt auch ein bisschen aggressiver auf dem Gaspedal waren beim Herausbeschleunigen auf die lange Gerade. Und ja, das sind alles so Sachen, die man dann in der ersten fliegenden Runde meistens merkt und dann weiß man, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, da muss ich das ein bisschen anders angehen und dann ab der zweiten Runde läuft das dann meistens und da macht man meiner Erfahrung nach wirklich auch einen massiven Sprung nach vorne, wie wir jetzt hier auch gerade sehen können, beziehungsweise was sich jetzt hier gerade abzeichnet. Wir sehen, wir sind fast 4 Zehntel positiv im Delta, haben jetzt hier in der langgezogenen Rechtskurve leicht was verloren. Dennoch ist es natürlich eine Runde auf Verbesserungskurs. Wir sind momentan auf der 7. Noch jetzt hier mit einem leichten Querstehen. Man hat es gesehen, der Toro Rosso kommt da mit dem Heck. Hat definitiv nochmal was gekostet. Wir sind nach wie vor über 3 Zehntel im positiven Delta. Jetzt knapp unter 3 Zehntel. Am Ende ist es der Sprung auf P6. Und ja, mir ist klar, da ist noch ein bisschen was drin gewesen. Aber insgesamt war die Runde doch relativ solide. Und wir können sehen, am Ende reicht es dann dennoch für einen 6. Platz. Und ich denke, damit können wir uns sehr zufriedenstellen hier mit dem Toro Rosso. Wir sehen, wir hätten uns um 3 Zehntel verbessern müssen, um noch eine Position weiter nach vorne zu kommen. Und ich denke, das hätten wir nicht mal zu 100% geschafft. Und deswegen ist es mit dem 6. Platz wirklich mehr als zufriedenstellend. Und jetzt starten wir direkt rein in den großen Preis von Deutschland. Wir starten von der 5, weil es noch eine Strafversetzung gegeben hat. Jetzt geht es los mit Heavy-Wet-Reifen, wie wir sehen können.
Was man jetzt hier direkt in der ersten paar, auf den ersten paar Metern sieht, ist die Tatsache, dass der Regen hier in F1 2018 wirklich, also meiner Meinung nach, deutlich realistischer geworden ist. Man sieht halt echt fast gar nichts, wenn man hier in der Gischt fährt. Und das finde ich persönlich echt nice, denn das bringt definitiv Authentizität rein. Und gleichzeitig, ja, muss man natürlich auch gucken, okay, wie vorsichtig bremse ich, um dann im Vordermann nicht reinzurutschen. Klar, das war vorher auch der Fall, aber je weniger man sieht, desto intensiver ist natürlich dieses Bestreben danach, wirklich vorsichtig zu fahren. Und ich finde, das ist durchaus realistisch, wenn man sich mal so reale TV-Bilder anguckt, was die Fahrer da eigentlich sehen aus der T-Cam. Das ist halt schon echt übel, die sehen halt fast gar nichts. Und ich finde, F1 2018 kommt da mit dem Regenfeeling wirklich extrem nah ran, meiner Meinung nach. Aber hier Bottas, lass mir recht außen stehen mit einem späten Bremsmanöver in die Links-Rechts-Passage am Ende des zweiten Sektors. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir gestartet sind, nämlich auf der fünften Position. Wir sehen vor uns einen Max Verstappen hinter einem Force India. Force India auf der 3, das sieht man auch nicht alle Tage. Und jetzt ist natürlich das Wichtigste, erstmal konstant die Runden drehen, schauen, wo sind die Limits, wie kann man attackieren, welche Kurve kann man vor allem attackieren und wie wird die Pace hier mit dem Toro Rosso sein. Das werden wir jetzt hier gleich sehen innerhalb der nächsten 1, 2, 3, 4 oder 5 Minuten. Wir bleiben hier im siebten Gang, um hier wirklich sicherzustellen, dass das Heck stabil bleibt. Ja, wir sehen, Perez hält den Verstappen da schon ordentlich auf. Die Lücke vor Perez ist schon wirklich aufgeklafft. Und wir sehen, wir können uns sogar ein bisschen absetzen von Valtteri Bottas. Das wundert mich jetzt gerade an dieser Stelle sogar ein bisschen. Denn normalerweise sollte man ja meinen, okay, Mercedes, bestes Auto im Feld, aber hier und heute irgendwie nicht so. Beziehungsweise zeichnet sich das momentan noch nicht so ab, wie wir es normalerweise vermuten würden. Wir sehen hier, erste Kurve, kommen wir viel zu weit raus. Da haben wir uns sicherlich eine Verwarnung abgeholt. Jetzt sehen wir aber hier erstmal eine Gelbphase. Wir sehen Verstappen immer noch hinter Perez. Wir sind inzwischen Runde 4 von 17, jetzt hier mit einem leichten Quersteher. Das ist jetzt vielleicht die Möglichkeit für Valtteri Bottas am Ende der Geraden hier einen Angriff zu setzen. Aber wir sehen auch hier die Speed bzw. die Beschleunigungsphase. Der Beschleunigungsmoment ist wirklich absolut da hier und heute. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe hier vor dem Rennen komplett neue Komponenten eingebaut. Das bedeutet, wir sollten jetzt hier in der Theorie extrem schnell sein bzw. wirklich das absolute Maximum ausschöpfen können, was dieser Toro Rosso hier zu bieten hat. Wir werden hier überhaupt nicht eingebremst von irgendwelchen abgenutzten Komponenten, denn wie gesagt, alles ist so ziemlich auf Null, bis auf das Getriebe. Das müsste so bei ca. 10-15% sein, aber das sollte jetzt auch keinen großen Unterschied machen. Ich habe mir einfach gedacht, so, yo, hier beim Großen Preis von Deutschland will ich mir das einfach nicht nehmen lassen, eine gute Show abzuliefern und hier wirklich ein grandioses Rennen hinzuklatschen. Aber wir sehen jetzt hier, Bottas hat was dagegen, macht richtig Druck. Und jeder kleinste Fehler wird hier mega bestraft, das habe ich jetzt hier gerade wieder gesehen. Daniel Ricciardo mit einer 1,25 wird unterboten von Sebastian Vettel mit einer 1,25,7. Wo sind wir da? Wir sind bei einer 1,26,6 bei unserer besten Runde. Also wir sehen, die Speed ist wirklich wesentlich langsamer als die der Führenden. Auch hier wieder zu weit rausgekommen. Jetzt ist es die Möglichkeit für Valtteri Bottas in die Bremszone rein. Er geht vorbei vorerst. Die Frage ist, ob wir jetzt hier den Konter setzen können am Ende der langen Geraden. Können wir uns jetzt hier vielleicht in den Windschatten von Bottas setzen und dann vielleicht mit einem späten Bremsmanöver wieder reinstechen. Wir sehen Lewis Hamilton auf der 7. Also bei der Mercedes vorher im Formationsflug gewesen. Jetzt aber hier Bottas wieder. Am Ende der Geraden ist er langsamer. Wir versuchen es auf der Innenseite, versuchen uns da reinzubremsen und gehen wieder vorbei, obwohl es da eigentlich, obwohl Bottas da eigentlich hätte die Tür zumachen können, aber hat er nicht getan, komischerweise. Und damit sind wir wieder auf Platz 5 von 19. Wir sind in Runde 6 von 17 und haben jetzt gleich die Halbzeit des Rennens erreicht. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,7 Sekunden. Wir sehen, der Abstand nach hinten zu Bottas circa eine halbe Sekunde, der Abstand nach vorne 2,7 Sekunden. Also momentan hat sich alles so ein bisschen festgefahren. Wir sind in Runde 8 von 17. Und können nicht wirklich nach vorne aufschließen, aber können Bottas nach wie vor so auf Distanz halten, was den Abstand nach hinten angeht. Und hier sehen wir leichter Quersteher, aber dennoch haben wir einen recht guten Exit erwischt, wie wir hier sehen können. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,2 Sekunden.
Wir machen einen großen Sprung zur Runde 13 von 17. Wir sehen, in der Zwischenzeit hat sich nichts getan. Wir sind ein bisschen näher rangekommen an Sergio Perez auf der 4. Aber das sind auch immer nur minimale Schwankungen. Mal ist ein Sektor da, da holen wir eine anderthalb Zehntel, zwei Zehntel vielleicht, wenn es gut läuft, auf. Dann im letzten Sektor ist Perez wieder deutlich schneller als wir. Dann gleicht sich das alles wieder aus und unterm Strich bleibt dann am Ende der Runde so, weiß ich nicht, eine halbe Zehntelsekunde übrig. Und ja, sobald man sich halt einen kleinen Fehler erlaubt, ist halt wieder eine halbe Zehntel weg. Wie zum Beispiel hier gerade, leichter Quersteher, ein bisschen zu hart über den Abweisen rechts gefahren und sofort ist der ganze Vorsprung, den man sich vorher herausgefahren hat, beziehungsweise ja, die Verringerung des Abstands, die man sich vorher herausgefahren hat, ist dann wieder zunichte. Und wir sehen, der Abstand war bei 2,3 Sekunden. Augenmaß geschätzt ist es jetzt auch so circa der Fall. Wir sind in Runde 16 von 17, haben jetzt noch das Ende dieser Runde und die komplette letzte Runde vor uns. Und wenn hier alles so läuft wie in den letzten paar Runden, wir sind ca. 50% des Rennens auf den fünften Platz gefahren, dann sollte das hier wirklich reichen für einen fünften Platz. Und das wäre hier und heute im regnerischen Hockenheim wirklich ein extrem positives Ergebnis, würde ich sagen. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal die letzte Runde hier absolvieren, ohne größere Komplikationen. Wir haben nach wie vor Druck von Bottas von hinten. Aber auch hier auf der Geraden sehen wir, wir können uns relativ gut verteidigen mit Fett und Hotlap. Wir haben den Bremsdruck schön getroffen. Versuchen relativ gut wieder rauszubeschleunigen, das Auto am Scheitel komplett umdrehen, sodass man so früh wie möglich wieder hochgehen kann. Und das hat hier heute, hier gerade, nicht hier und heute, sondern hier gerade auch sehr gut geklappt. Wir sind jetzt gleich am Ende des zweiten Sektors und dann haben wir noch einen Sektor vor uns und dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Den Abstand zu Perez, 2,5 Sekunden, hat sich wieder um 2 Zehntel erhöht. Jetzt sehen wir aber erstmal einen Danny Ricciardo, der hier und heute den großen Preis von Deutschland gewinnt. Sehr überraschend, dass der Australier auch mal hier ein Rennen gewinnt. Seitdem er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, läuft da ja irgendwie gar nichts mehr in der realen Formel 1. Wie nur auch sei, wir sind auf der letzten Kurve, auf der letzten Zielgerade, hier beim großen Preis von Deutschland. Und es ist der fünfte Platz hier und heute beim großen Preis von Deutschland. Und ja, ich denke, das ist, wie ich eben schon gesagt habe, wirklich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Mehr war meiner Meinung nach nicht drin. Vielleicht hätten wir noch einen Perez knacken können, aber wir haben gesehen, Perez war wirklich super konstant, mindestens auf Augenhöhe von uns. Und ich denke, wir haben uns wirklich gut geschlagen gegen beide Mercedes, vor allem insbesondere Valtteri Bottas, dann eine Kontermöglichkeit gehabt und die dann direkt eiskalt ausgenutzt. Und ja, danach kam dann nichts mehr von Bottas. Und ja, wir sehen Danny Ricciardo vor Sebastian Vettel, Max Verstappen, Perez, wir sind auf der 5 und den Rest haben wir der Tabelle entnommen. Und dann geht es jetzt nochmal kurz in die Interviews, die ich euch jetzt hier im Zeitraffer zeige. Ja, wir haben jetzt nach dem Rennwochenende in Österreich, was wirklich grandios war, eine relative Schlappe erlebt beim Großpreis von Silverstone. Hier und heute in Deutschland war es wirklich wieder meiner Meinung nach relativ gut. Die Pace war da, die Konstanz war vor allem da und ja, das hat sich jetzt im Rennen letztlich auch ausgezahlt. Und ich denke, damit kann man in Zukunft auch arbeiten, wenn es darum geht, weitere wichtige Punkte im Kampf um gewisse Platzierungen in der Fahrerweltmeisterschaft zu gewinnen. Ja, und damit werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf unser Respektlevel. Wir sind momentan bei etwas unter 50% zwischen Anfänger und Veteran und unsere Fairness überwiegt nach wie vor der Selbstdarstellung. Und gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Jetzt lobt uns erstmal unsere Managerin. Denk daran, dir mittels des Rivalitätsbildschirms am Arbeitsplatz einen Rivalen zu suchen. Ein gutes Abschneiden verschafft dir Respekt und uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Hier siehst du eine Liste der Fahrer, von denen du einen zu deinem Rivalen ernennen kannst. Je schwieriger es ist, einen Fahrer zu schlagen, umso höher ist der Respekt, den du vom Fahrerlager erhältst. Allerdings verlierst du die gleiche Menge an Respekt, wenn du Zweiter wirst. Übernimm dich also nicht. Ja, ich denke, mit Fernando Alonso haben wir uns nicht übernommen. Das ist ein realistisches Ziel, was man in den nächsten paar Rennwochenenden angehen kann. Wir sind damit mal wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Rennwochenende hier in Deutschland Spaß gemacht, falls ihr so sein sollte. Natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann hoffe ich, sehe ich euch beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ich verabschiede mich von euch und sage ciao.